Hallihallo, liebe Campingfreunde. Willkommen zum nächsten Teil im neuen Jahr 2022 mit neuem Wohnmobil. Dahinter steht es auch schon. Ihr seht schon, es ist gut untergebracht. Hinter mir das beste Bier der Welt. Naja, Geschmackssache, ich weiß. Ja, und hier steht unser neuer Carrado T447. Und heute geht es ein bisschen ans Einräumen. Ne? Ihr seht schon, hat geschneit. Richtig kalt, richtig knackig kalt, aber mal gut zum Heizung testen, ne, würde ich sagen. Wir testen heute einfach mal die Heizung, die läuft schon. Mal schauen. Wir müssen uns natürlich ein bisschen umstellen, Gasheizung ist angesagt. Jawohl, da kommt schon richtig warme Luft raus. Wer weiß, mittlerweile gibt es ja so viele Sachen, Gastank einbauen lassen, sogar Umrüstung auf Dieselheizung. Wer weiß, was in Zukunft noch alles kommen wird. Aber eins nach dem anderen, ne? Eins nach dem anderen. Ich weiß es noch nicht, ob wir das überhaupt machen lassen. Schauen wir mal. So, jetzt gehen wir mal gucken. Die Andrea ist nämlich schon drin. Ne? Die richtet langsam schon ein bisschen hier ein, dass wir uns dann auch nächste Woche auf unsere erste Tour begeben können. Ich würde sagen, gehen wir mal rein, ne? Ins gute Stück. Mal gucken, was die Andrea macht. Ne? Ja. Mal gucken, wo sie sich versteckt. Aha. Aha. Die Betten werden gemacht, ne? Hallo. Hallihallo. Ja. Na, mach doch mal Licht an dahin. Das schöne indirekte. Machst du die Betten? Frische, nagelneue Betten. Oh, herrlich, schau mal. Ich war so. Den Vorhang hast du auch schon geändert, gell? Ja. Wir haben hier der Vorhang, der war ja nur bis dahin ungefähr. Und wir haben gesagt, wir wollen da einen großen hinmachen. Der ist jetzt zwar noch ein bisschen lang, den müssen wir noch ein bisschen kürzen. Aber der ist jetzt natürlich richtig schön lang. Und somit ist es ein komplett abgetrennter Raum. Der ist, ihr seht schon, der ist noch ein bisschen lang. Den kürzen wir einfach auf die richtige Länge und dann passt es. Ne? Easy. Das war uns wichtig. Einfach, dann hat man hier auch noch ein bisschen mehr abgetrennten Raum hier im Bad. Da hängen auch schon die zwei Handtücher, jawollo, mit unserem Saugnapfall. Ja, dann arbeiten wir uns von hinten nach vorne, ja, würde ich sagen, oder? Ja. Und machen wir als erstes mal die Betten. Jo, ich helfe dir und ich seid gleich wieder dabei. So, ein bisschen Gemütlichkeit, ein paar Bilder aufhängen. Ja, das passt da eigentlich gut hin, hat man immer einen Blick. Ist nur eingeklickt, kann man wegnehmen, wenn das Bett mal jemals gebraucht werden sollte. Brauchen wir aber wahrscheinlich eh nie. Aber egal, ne? Und da hat's doch, da haben die Bilder doch jetzt einen schönen Platz. Hier oben Schweden, unsere erste schöne Tour. Schweden hier im Allgäu, in den Alpen. Ja, da waren wir vor kurzem erst am Steingletscher. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, unsere Silvigläser haben auch Platz gefunden hier. Endlich mal. Ja, ich finde, da passen sie gut hin, griffbereit und gut ist. Ne? Da unten hin wollten wir sie nicht hinmachen, weil da hat es überall so Böppel. Ne? Das ist halt so. Jawohl. Oh, schaut euch das mal an, die indirekte Beleuchtung. Also, Carrado hat da schon richtig, richtig reingeklotzt. Muss ich echt sagen, gefällt mir richtig gut. Ja, einen kleinen Kaminofen haben wir auch schon hingehängt. Hier, schaut euch das an. Ein kleines Gimmick, kleines Accessoire. Ne? Ist mit Batterie betrieben und das wiegt gar nicht, das wiegt nur ein paar Gramm, das Ding. Und somit haben wir da auch ein bisschen Kaminfeuer am Abend. Ne? Haben wir auch zu Hause stehen. Ne? Andrea, gell? Ein bisschen Gemütlichkeit muss sein. Oh, schaut mal da hinten. Wird es auch schon richtig gemütlich hier. Kuschelig. Oh, machen wir gleich mal Probe liegen hier, ne, würde ich sagen. Herrlich, gell? Ja. Haben wir richtig Platz jetzt. Gemütlich. Da haben wir richtig Platz jetzt. Die Heizung böllert auch schon richtig, jawollo. Ja, die Jacke ist ausgezogen. Gell, schwitzt schon. Nee, schwitzen noch nicht, aber es wird wärmer. So muss das sein, so muss das sein. Wo ist denn da der Heizungsausströmer? Ah, da unten. Mal schauen, ob der überhaupt auf ist. Jawohl, da kommt schon. Da kommt richtig warme Luft raus, jawohl. Da unten. Super. Ja, so muss es sein. Also wir sind ja richtig schön fleißig am Einrichten. Ihr seht noch ein bisschen Chaos ist hier noch. Ja, aber hier Schubladen haben wir schon einiges drin. Da fehlt jetzt noch das Besteck.
Das kommt dann noch da rein. Ja. Unsere Töpfe haben Platz gefunden. Da klappert noch bestimmt noch einiges, aber das ist jetzt einfach mal hier. Unser Omnia muss natürlich mit, Geschirrhandtücher, ganz klar. Ja, hier kommt noch ein Auszugssystem rein dann. Da haben wir jetzt mal die Pfanne reingestellt, aber da werde ich noch ein Auszugssystem reinbauen. Da gibt es ein fertiges System von Carado, habe ich gesehen. Das habe ich mir bestellt. Und genauso auch für da unten hin, für die Schuhe, gibt es auch so ein Auszugssystem. Das wird dann auch da reinkommen, damit man da schön Ordnung hat. Schön Ordnung. Ja, hier oben ist noch alles leer. Ihr seht schon. Da haben wir noch alles leer. Platz ohne Ende. Hier haben wir schon einiges drin. Da oben. Und zwar, ja, wir wollen ein paar Tassen. Hier die Schnapsgläser hier von Silvi. Die Gläser hier von Silvi. Ja, alle anmagnetisiert. Und ja, jetzt kommen noch ein paar die restlichen Gläser, Tassen rein und Teller und etc. und pipapo. Und dann wird es langsam, würde ich sagen. Ne? Dann wird es langsam. Ja, hier bin ich schon überlegen. Also ich bin ja schon ein bisschen weiter. Wobei das wirklich Future ist. Also wir sprechen ja nicht von diesem Jahr oder vom nächsten. Wer weiß. Mal schauen, wie es über mich kommt. Mittlerweile gibt es ja auch einen Kühlschrank, einen Kompressorkühlschrank, wo hier genau reinpasst. Weil ich konnte mich ja mit den Absorberkühlschränken konnte ich mich nie so richtig anfreunden, ganz ehrlich. Die bringen einfach nicht die Leistung im Sommer wie ein Kompressor. Und deswegen habe ich mich mal erkundigt, da gibt es mittlerweile Kompressorkühlschränke, die passen da genau rein. Muss ich mich mal noch ein bisschen mehr erkundigen, da braucht man natürlich zuerst Strom an Bord, ne? Richtig viel Strom, bevor wir das machen. Aber eins nach dem anderen, würde ich sagen. Ne? Eins nach dem anderen. Oder was sagst du? Ja, jetzt erstmal die Gemütlichkeit. Oh, das sieht ja. Schau mal, wie das aussieht, Mann. Erstmal die Gemütlichkeit. Was machen wir denn mit der Matratze? Die könnten wir eigentlich. Sollen wir die auch drauflegen? Nö, oder? Ja, war ich da? Nö, oder? Die nehmen wir mit. Die brauchen wir ja eigentlich nicht. Die lassen wir gerade verpackt, so wie sie ist. Und weil ich glaube mal, wir lassen das so, ne? Allein schon auch wegen der Akira und alles. Wir werden da keine große Liegewiese draus machen, deswegen lassen wir das, die Matratze gerade so verpackt, wie sie ist, oder? Willst du auch sagen? Schauen wir mal. Aber ich glaube schon. Ja, ja. Ist gemütlich, also. Lassen wir sie erstmal noch verpackt und. Dann kommt man auch besser runter. Genau. Was halt cool ist, Schatz, was halt cool ist, wenn es halt so ist, kommst du halt an die hinteren Schränke besser dran. Mit der Treppe und deswegen lassen wir das so. Dein Kiseli, jawohl. Nee, da sind noch die anderen zwei. Ja. Ja, machen wir gleich mal ein schönes erstes Probeliegen hier. Ne? Wir haben hier knapp 2,15 Meter Bett und knapp 2 Meter noch was. Also von der Länge her. So. Ideal. Jetzt. Das wird ja nicht so halten. Herrlich. Oh ja, ist das schön, Mann. Da hat man Platz ohne Ende. Oh, ist das geil. Wow, da kannst du dich richtig ausstrecken. Hey, hey, da kannst du dich ja richtig ausstrecken. Wow, ist das ein Unterschied, Mann. Gut, im Roberta hat man ja auch schon lange Betten, aber das ist natürlich, ja, das ist ja Wahnsinn. Hey. Aber das war anders aufgeteilt dann auch. Ja, leg dich mal rein und mach mal die Gardine zu hier. Auch Schatzl, machen wir mal hier wegen der Privatsphäre drauf, gell? Ja. Oh oh. Jawohl. Ja. Jawohl, schaut euch das an. Ach, ist das herrlich. So muss das sein. Jetzt muss nur noch dunkel sein. Und? So. Hörst du mich noch, so weit weg bist? Jetzt können wir schlafen. Boah, krass, da kann sogar noch die Akira in die Mitte liegen. Wollte gerade sagen. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja. Schockiere ja Platz hier. Nein, aber nein. Echte. Nein, nein. Wer weiß, wie lange es geht, bis die da oben liegt. Hey, ohne Scheiß. Nee. Aber geil, oder? Ja. Ist bequem. Ja, voll. Da oben gehen wir mal beim großen Schweden noch vorbei. Piep. Oben in den, bei den über dem Fensterschatz, weißt du? Die Regale. Da gehen wir beim großen Schweden mal vorbei. Da gibt es so schöne Fächer, wo man da reinstellen kann. Ne? Gerade für Socken, Unterwäsche vielleicht etc.
Kleinigkeiten. Ja, da haben wir hier auch. Aber wir haben ja schon immer zu viel Platz gehabt. Ja, also am Platz soll es jetzt nicht mehr mangeln, ne? Aber jetzt ohne Ende. Ja, die Schränke waren immer eigentlich nie voll. Das ist so, das ist so. Oh, so kann man es aushalten, Leute. Junge, 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 ist das geil, oder? Ja? Ja. So? Ja. Oh, ich will gerade losfahren am besten. Ja. Ja, wir gehen jetzt ein bisschen was einkaufen und dann würde ich sagen, darf die Andrea mal mit zur Jungfernfahrt? Die ist noch gar nicht mitgefahren. Ja? Holen wir uns irgendwo einen schönen Kaffeekuchen und dann hauen wir uns hier ein bisschen vor den Ofen. Oh, geil, kuschelig, kuschelig. Gerade bei dem Wetter jetzt draußen. Schon schön, ja. Haben wir schon richtig gemacht. Ich verliebe mich immer mehr an das Fahrzeug, muss ich sagen. Klar, am Anfang, viele von euch haben gemerkt, ganz so, der Aki hat schon ein bisschen weinendes Auge auch gehabt, ne? Weil, ganz ehrlich, der Apollo war einfach auch ein geiles Fahrzeug. Vor allen Dingen haben wir den wirklich oft genutzt. Aber, wenn ich das jetzt so sehe hier, und vor allen Dingen den Platz, wenn die Akira dann hier liegt, das ist schon immer was anderes. Ist schon mal was anderes. Muss man schon sagen. Ja. Auch, dass wir ein Heavy-Chassis gewählt haben. Übrigens stört mich nicht. Viele, viele Kommentare kamen ja nach dem ersten Video. Übrigens nochmal vielen Dank für die vielen Klicks, ne, für noch im ersten Video. Das war ja unfassbar. Die ganzen Kommentare, die ganzen E-Mails. Die ganz tollen Kommentare zum Teil auch. Ja. Viele Carrado-Fans, um jetzt da nicht Werbung zu machen. Und überhaupt viele, viele, die auch uns verstehen. Ne? Dafür nochmal ein riesen Dankeschön. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, eben bezüglich Auflastung. Ne? Oder Auflastung. Wir haben jetzt 4,2 Tonnen. Ich könnte jetzt theoretisch mit dem Heavy Chassis auch nochmal auf die Waage gehen. Gucken wir mal, was wir vollgeladen jetzt wiegen. Und dann könnte ich ihn auch noch auf 3,85 oder 3,8 runtergehen. Fakt ist, auf 3,5 ist es nicht möglich. Meiner Meinung nach, ein Teil integrierter mit 47 Länge, zu zweit mit Hund, voll ausgestattet, macht keinen Sinn. Ne? Und da will ich schon nur mal sicher gehen. Vor allen Dingen, ihr dürft nicht vergessen, es zählt ja nicht nur das Gesamtgewicht, sondern Vorder- und Hinterachse. Ne? Und das ist immer ziemlich unterschiedlich. Aber da werden wir nochmal auf die Waage gehen. Und ich bin der Meinung, ob jetzt 3,8 oder 4,2, ich lasse es so. Klar, das bedeutet für uns Tempolimit, Mautgebühren etc. etc. Wir sind jetzt ein LKW sozusagen. Ne? Aber ganz ehrlich, Schatz, wie oft sind wir im Urlaub gerast? Nein, ich wollte gerade sagen, für das sind wir im Urlaub. Für das sind wir im Urlaub, ja. Das heißt ja nicht Tempo. Richtig. Keine Ahnung. Richtig, genau. Sondern ja. Tempodrosseln. Tempodrosseln, Tempodrosseln. Dann macht man was falsch. 80 bis 100. Ja, drücken wir mal ein Auge zu und dann ist es ein gechilltes Reisen. Dafür müssen wir uns nie wieder Gedanken machen, sind wir überladen oder was auch immer. Wir haben jetzt einfach über eine Tonne Zuladung und das ist einfach gigantisch. Ne? Da mache ich mir keine Sorgen, was das anbelangt. Viele von euch konnten das ja nicht verstehen, aber ich finde, es macht keinen Unterschied. Ich darf ja noch bis 7,5 Tonnen fahren, die Andrea auch. Wir haben ja noch den alten Führerschein, daher ist das eh kein Thema. Und ja, ans Verkaufen von dem Fahrzeug, Leute. Bei allem. Ja, auch so Kommentare. Was meinst? Nächstes Jahr wieder, oder? Nächstes Jahr das nächste wieder. Fahrzeug, ne? Klar, logisch. Es gibt viele Menschen, auch Menschen, die kein YouTube machen, die fahren alle 2 Jahre ein neues Fahrzeug, ne? Weil sich das Campingverhalten ändert, weil sie was Besseres sehen, von dem abgesehen. Aber wir haben ja ein Ziel vor Augen, ne, Schatz? Wir haben ein Ziel vor Augen. Wir wollen. Ja, ich sag noch nicht wann, aber wir wollen irgendwann fest hier drin leben, für eine gewisse Zeit erstmal. Und deswegen ist das eigentlich jetzt unser Fahrzeug und ihr merkt schon, wie wir das einrichten. So hatten wir den Apollo eigentlich nie eingerichtet, ne? Schon so mit Bilder und so weiter, ist einfach jetzt ein bisschen liebevoller alles. Und daran merkt man schon, dass wir jetzt unser Zuhause eigentlich gefunden haben, ne? Zwei-Zimmer-Wohnung, genau. Ja, wird noch sicherlich einiges passieren. Hat alles, was man braucht. Hat alles, was man braucht, ja, würde ich auch sagen. Aber nicht. Ganz genau. So ist es. Das andere Schöne ist alles draußen. Eben, genau. Draußen. Ja. Deswegen, wir werden mit Sicherheit das ein oder andere
noch Schönes erleben. Und wenn ihr Bock habt, seid ihr einfach dabei. Und wenn nicht, dann nicht. Anyway, jeden zweiten Montag Wohnmobil-Stammtisch ist auch noch an der Reihe. Nächstes Mal, glaube ich, am 17., wenn mich alles täuscht. Letztes Mal war wirklich extrem viel los. Über 300 Zuschauer. Wahnsinn. Also schaltet einfach mal ein. Wohnmobil-Stammtisch in YouTube 19:30 am Montag, alle zwei Wochen. Und immer mit coolen Gästen. So, ich würde sagen, Schatz, wir fahren los. Ja, ja, wir richten jetzt auf. Kaufen wir noch zwei neue Gasflaschen. Dann dürft ihr das. Richten wir noch fertig ein. Und dann gibt es noch so eine Tischdecke vielleicht hier. Tischdeckchen noch hin, ne? Ich bin mir schon überlegen, ob man. Habe ich hier schon. Ja, ich bin mir schon überlegen, ob man nicht einen Teppich noch hinmachen müssen sollen. Teppich. Ja. Ja, schauen wir mal. Also auf jeden Fall. Wobei der Boden ist eigentlich nicht schlecht, der fällt mir schon, gut, ne? Naja, wir sehen's. Da wird noch so einiges. So einiges, ja, genau. Was wir gut finden und nicht so. Genau, genau. Rom ist auch nicht an einem Tag entstanden. Und deswegen, es macht ja auch Spaß, so peu à peu das Wohnmobil einrichten, ne? Ich sammle mal wieder eure Fragen, falls ihr irgendwelche Fragen habt zu Auflasten, zu Wohnmobil, zu Kastenwagen etc. etc. Und dann werde ich mal wieder ein Special machen und euch die Fragen wieder um die Ohren knallen, die Antworten. Es kommt immer so viel, ich kann mir das alles gar nicht merken. Ne? Also von dem abgesehen, seht es mir nach. Eine Frage noch zum Edition 15 hier, ihr seht schon. Genau, das war ja die Sonderedition zum 15 Jahre Jubiläum von Carrado und Sunlight, oder Carrado nur, bin mir gar nicht ganz sicher. Und deswegen ist das so eine Sonderedition, wo wirklich schon vieles drin ist, Markise, Sattanlage und so weiter und so fort. Ne? So, was wir alles nachrüsten werden, nach und nach, das werdet ihr erfahren auf dem Channel. Bleibt einfach dabei, wir würden uns natürlich mega freuen. Auch wenn ihr ein Abo da lasst, wäre natürlich cool. Dann werdet ihr sehen, was wir so nach und nach hier in unser schönes Wohnmobil einrichten und vor allen Dingen auch nachrüsten werden. Ihr habt doch schon so die ein oder andere Idee. Als erstes kommt mal ein Radio rein. Und zwar, ja, mein heißgeliebtes Scenic. Ich kann einfach nur sagen, für mich war das mit Sicherheit momentan das beste Radio. Und deswegen lasse ich das auch wieder einbauen, weil das hat echt Spaß gemacht. So, genug gelabert jetzt. Andrea, wie sieht's aus? Alles eingeräumt, was wir dabei hatten? Ja, soweit schon. Soweit, so gut. Wieder sauber. Zufrieden? Oh, guck mal die Lümmelwiese an da hinten, wie geil das aussieht. Ja. Herrlich. Schick, schick. Oh, komm, ich geh nochmal hinter. Schauen uns das nochmal an. Schick, schick. Oh, ist das schön. Schön kuschelig. Jawohl. Hat noch eine kleine. Lichtel hängt, aber auch hier die indirekte Beleuchtung, die hat es in sich. Ne? Ist echt schön gemacht. Guck mal, ist noch nichts drin, oder Schatz? Ja. Hier in dem Kleiderschrank macht ihr mal auch. Ich glaube, der ist sogar beleuchtet, gell? Der hier. Ja, der ist mit Licht. Ja, der ist sogar beleuchtet. Oh, guck dich das an. Du. Ja, das ist ja Wahnsinn, was da für Platz drin ist. Boah, krass. Auf der anderen Seite auch nochmal. Das ist cool. Das ist cool. Da bringt man noch einiges rein hier. Ja. Da kann man hin. Ja, da sind so Fächer sogar. Ja, okay. Cool. Das wäre sogar schon fast fit Akira. Ja, ja, da kann sich die Akira irgendwo stecken. Aber echte Wahnsinn. Zeig mal der Akira mal das schöne Wohnmobil. Hä? Mal gucken, was er meint. Ja, Akira. Jawohl. Ah, ja, gefällt natürlich auch der Schnee. Jetzt fahren wir mal ein bisschen in den Schnee. Das ist schon richtig, richtig zugeschüttet heute. Wir haben es heute mal nicht reingestellt, weil wir ein bisschen am Einräumen sind.
prompt haben wir die Quittung. Ja? So sieht's aus, jawohl. At home. So, jetzt mal gucken, was die Akira hier sagt. Akira, dein neues Zuhause, schau mal. Ja, geh ruhig rein. Jawollo. Wo sind wir da? Hä? Fein, müssen alles hier, ne? Ja, fein, wo bist du? Das ist unser neues Wohnmobil. Hä? Oh, fein. Freu ich dich. Alles noch an seinem Fleck? Jawohl. Prima, dann würde ich sagen. Lasst uns mal ein bisschen in den Schnee fahren, oder? Ja, sagst du? Akira? Ja, komm. Die will wieder raus in den Schnee. Ja, die will in den Schnee jetzt. So, dann wollen wir mal schauen, wo sie ihren Platz jetzt findet. Und der Wackeldackel, den hat es auch schon hier zerrissen. Wo? Oh. Der ist umgefallen. Der ist umgefallen. Finden wir einen anderen Platz. So, fast wie zu Hause, ja, Akira? Fast wie zu Hause, gell? Ein bisschen anders, aber sonst fast wie zu Hause. Bin ich mal gespannt, wenn wir das erste Mal übernachten, wo sie pennt. Ja, sie hat schon das Plätzchen beim Bett, hat sie schon angeheuert. Ja, hat sie schon angeheuert. Mhm. Und ansonsten ja, liegt sie natürlich hier gerne zwischen uns. Ne? Und während der Fahrt wird sie hinten angeschnallt. Am Rücksitz, da ist sie dann safe, ne? Und da gibt es so einen Hundegurt und da schnallen wir sie an. Ne? Aber so auf Kurzstrecken, wenn wir mal kurz einkaufen gehen, dann darf sie eben auch hier vorne ein bisschen aus dem Fenster rausschauen. Ja, bei der Andrea. Auf Langstrecken natürlich würde man das nicht empfehlen, alleine schon wegen Airbag, ne? Ihr wisst, gefährlich. Die Hunde müssen auch angeschnallt sein, gesichert sein, sonst kann da echt viel passieren. So, aber jetzt geht es erstmal in den Schnee raus, ne? Schau mal, wie sie guckt. Ja? Die will halt Schnee. Ja. Da ist sie groß geworden mit Schnee. Ja, gell? Schnee. Fein, dann gehen wir jetzt raus, gell? Gell? Gehen wir jetzt raus, Schatzi. Schnee. Ja, ein paar Kilometer und schon kein Schnee mehr hier am Bodensee. 20 Minuten von zu Hause. Es liegt halt Blumberg, liegt halt knapp auf 800 Meter. Da merkt man halt schon den Unterschied, gell, Schatz? Hier am Bodensee. Da ist immer Winter. Ist zwar auch kalt, aber kein so tiefer Winter wie bei uns. Ne? Akira, wo bist du? Komm mal davor, komm. Komm mal davor. Komm. Jetzt sind wir erstmal hier einen schnellen Kaffee trinken. Ne? Guck dich mal ein wenig um. Wo du bist jetzt zu Hause hier. Ah, guck mal, da kommst du schon aneinander vorbei. Das ist schon mal. Ne? Die muss jetzt natürlich erstmal hier alles checken. Oh, neues Zuhause, mehr Platz. Gell? Oh, lecker Kuchen, lecker Kaffee. Ausnahmsweise heute mal hier. Naja, Kaffeemaschine ist halt noch nicht angeschlossen. Ne? Aber wir haben ja eh noch unsere French Press. Ne? Oh, lecker. Guck dir das. Mann. Kaffeemaschine ist halt noch nicht angeschlossen. Ne? Aber jetzt ist es dafür schön warm hier drin. Oh, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Akira, macht sie auch Spaß hier drin. Muss die erstmal noch dran gewöhnen, gell? Das geht schnell bei Hunden. Das geht schnell. Und du in der Küche, fühlst dich wohl? Ja, hast Platz, gell? Mhm. Cool. Ja, sogar. Zum Wohl? Schmeckt? Schmeckt, oder? Lecker. Ja, sehr lecker. Würde ich auch sagen. Ja, und mir würde ich sagen, wir tun jetzt erstmal die nächsten Tage hier die Akira akklimatisieren hier an unser neues Flaggschiff, ne? Dass die hier erstmal ein bisschen klarkommt, bis es wieder was Neues. Und dann werden wir hier das Fahrzeug fertig richten und dann ab in Urlaub. Wohin, wissen wir noch nicht, ehrlich gesagt. Das entscheiden wir eigentlich kurz vorher, oder? Ja. Würde ich sagen, je nach der Wetterlage. Ja, wo wir halt hin dürfen. Wo wir halt hin dürfen, wo wir hin können, wo das Wetter einigermaßen mitmacht. Ich könnte mir Schnee vorstellen, aber ich könnte mir auch Sonne vorstellen. Also alles ist möglich, lasst euch überraschen. Und seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt AAA unterwegs. Akira, Andrea, Aki
und ihr seid dabei, wenn ihr Bock habt. Ne? In diesem Fall, schaltet das nächste Mal wieder ein, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wir würden uns natürlich mega freuen. In diesem Sinne, bleibt vor allen Dingen. Tschüss und bis bald und bleibt gesund. Tschüss, Akira. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.